Im Jahre 1617 wurde das Hochgericht, welches sich seit grauer Vorzeit im Wiesland befand, zur Burg Resti verlegt. Dort wurden zwei Säulen für den Galgen erstellt. Durch diese Aufrichtung wurde der schöne Burgplatz zur Richtstätte und damit zu einem gemiedenen Ort. In 1782 wurde eine Frau wegen Diebstahls, Mord und Brandstiftung für schuldig gesprochen und verbrannt. 6 Jahre später wurden 2 Frauen als Kindsmörderinnen verurteilt und durch das Schwert gerichtet. Landammann Melchior Andereck wurde wegen Amtsmissbrauch, Sittlichkeitsdelikten und weiteren Vergehen sowie 3 Diebe, die den Kriegsschatz gestohlen hatten, zum Tode verurteilt. Die Hinrichtungen wurden durch das Schwert vollzogen. Mit großem Eifer wurde 1934 das Festspiel Isen im Vier vom Dichter Fritz Rinkenberg auf dem Burgplatz der Ruine Resti uraufgeführt. Das Festspiel war ein großer Erfolg und fand in weiten Kreisen der Schweiz Beachtung. In den darauffolgenden Jahren wurden weitere Aufführungen von Fritz Rinkenberg gespielt. Die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges setzten dann leider einen Schlusspunkt unter die kulturell hochstehenden Festspiele. Um die Ruine Resti wurde es wieder still. In 1915 und 1963 scheiterten 2 weitere Sanierungsversuche. Ende April 2004 wurde die Burg innen und außen mit einem Gerüst eingekleidet. Damit die Sanierungsarbeiten auch bei schlechtem Wetter ausgeführt werden konnten, wurde das Bauwerk mit einem Notdach abgedeckt. Als erste Sanierungsmaßnahme wurde das Mauerwerk mit Hochdruckwasser von losen Steinen und losen Mörtel befreit. Die Fugen wurden in Handarbeit wieder ausgefugt und fehlende Steine durch neue ersetzt. Das ist im Vorstadium, es war bis jetzt. Das ist bereits verarbeitet, ausgefädelt. Das ist das Holz, das ist rausgenommen worden. Was? Der Stehende war. Für den Materialtransport auf die Burg wurde ein spezieller Aufzug montiert.
Die Stahlkonstruktion der Treppenanlage wurde in zwei Etappen mit dem Helikopter eingeflogen und sogleich definitiv montiert. 115 Stufen führen die Besucher nun auf die rund 19 Meter hohe gelegene Plattform des Resti-Turms. Dies ermöglicht einen fantastischen Blick übers Haslital. Genau das gleiche wie Stärken. Die Einweihung der nun neu sanierten Burg Resti begann mit einem Event für die zahlreichen Sponsoren aus dem Hasli, die erst recht dazu beigetragen hatten, dass die Burgruine in neuem Glanz erscheint. Ich weiß gar nicht, wie man das Horn richtig dreht. Thank you.
Wer meint, Blani hätte Fleisch, jetzt macht er Salat. Sante. Ja, ich habe die Leute probieren, hier zu holen. Prost, mit Hammer. Im Krigel hast du Praxis. Aber warte, sie studieren, wo er war. Ja, was im Ausland heisst, dass sie nicht mehr praktizieren. Lady, du musst nicht die Weinflasche. Ja, liebe Gäste, noch mal ganz kurz. Susanne Höber vom Gemeinderat Meiringen hat dann schon wieder einen anderen Termin. Darum wäre sie eigentlich froh, wenn sie ihre Ansprache jetzt sofort könnte loswerden könnte. Das kann ich auch vorstellen, Susanne Höber vom Gemeinderat Meiringen. Ja, guten Abend, werte Frauen und Männer. Es ist ein besonderer Anlass, den wir heute Abend hier dürfen feiern, wo wir heute Abend dürfen zusammen sein. Ich glaube, wenn wir auf diesem Platz stehen dann, und der Felsen hier sehen, wo unsere Hasliburg-Reste draufsteht, dann, wenn wir da einen Stein in die Hand nehmen und würden fragen, was er uns zu erzählen hat, über all die Jahrhunderte, wo die Burg da steht und über das Tal ausgeschaut, dann würden wir viel vernehmen. Und ich glaube, es ist schon abgebracht, es ist heute Abend unter dem Titel Sponsorenabend. Es ist genau in dieser wirtschaftlichen schwierigen Zeit nicht selbstverständlich, dass man ins Portemonnaie greift und sich bereit erklärt, ein solches Projekt, das vielleicht, wenn man es nur in einem Geldzusammenhang anschauen will, zu unterstützen. Ich glaube aber, es wäre falsch, wenn man sagt, ja, was bringt das und dass wir es realisieren können, zeigt ja auch, dass ihr alle, die hier hocken, die Überlegung nicht gemacht habt, sondern dass ihr gesagt habt, jawohl, Burg Resti, das ist das Wahrzeichen vom Hasli. Das Wahrzeichen soll erstrahlen und es soll uns weiter in die Zukunft leiten. Und ich wünsche mir, dass das, was wir heute Abend hier können, feiern zusammen, die Einweihung von Burg Resti, dass das ein positives Zeichen ist, dass wir können Kirche schauen können und dass wir in dem Sinn nicht den Kopf hängen und klagen, sondern in die Zukunft gehen und vielleicht daran denken, hier hat man zusammen am gleichen Strick gezogen, wir hat etwas realisieren können. Wenn man das an einem anderen Ort macht, dann kann das wahrscheinlich auch geraten. Ein herzliches Dankeschön an alle, die im Hintergrund gearbeitet haben. Ich hoffe, dass das Wetter für das feierliche Wochenende, das ja bevorsteht, dass das wird anhalten, dass ganz viele Leute weg werden finden, die Burg Resti anzuschauen und das Fest gemeinsam zu begehen. Und wünsche euch allen heute Abend hier ein vergnügliches Fest und einen schönen Abend. Mein Herz ermuntre dich, die Nacht ist schon verschwunden und Phöbus zeigt sich. Schau, wie das Heer der Sterne den schönen Glanz verliert und wie sie sich entfernen, wenn sich Aurora rührt. Die Wälder sind längst vom Schlaf erwacht und haben auf den Felden ihr Morgenlicht.
Lied gebracht. Das edle Jägerleben vergnügt meine Brust, dem Wilde nachzustreben ist meine höchste Lust. Wir laden unsere Büchsen mit Pulver und mit Blei. Wir führen das schönste Leben, im Walde sind wir frei. Also jetzt auch hier drin, jetzt auf den Teller. Und schmeckt es dort gut? Ich sage es. Schaut, dass wir das mit. Danke mal! Ich werde eine viel schlechter. Ja, wein noch eins nach, hä? Riecht der Kamera auf. Esser bitte filmen, lauter zufriedene Esser in der Burgküche. Absolut. Huhn in Ambrosia, die Leibspeise der Könige. Das war, ne? Wir werden kämpfen ein bisschen durch für ihn. Ja, genau. Merci. Mit diversen Aktivitäten wurde ein ganzes Wochenende das Mittelalter wieder ins Hasli zur Burgrästi geführt.
und tun je nach Geschmack Zitrone und Orange dran. Das ist der entscheidende, Zitronen- oder Orangensaft. Und dann hängt es davon ab, wie sehr sie noch Gewürze drunter wollen. Es ist ein bisschen Maggi-Kraut dran. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz heißt, vielleicht auch Maggi-Kraut. Ja. Und vor allen Dingen Rosmarin. Ohne Rosmarin geht das Ganze nicht. Und das ist es. Ober mega genial, super gut. Merci, vielmals. Die Kleinen werden groß und stärker und sie können das Schwert erst richtig halten. Ich bin der Vertreter von der Obrigkeit. Ich komme zur Inspektion, ob mein Statthalter hier, der Armand, seine Sache richtig gemacht hat. Wir haben festgestellt, dass dank der Hilfe der Untertanen mit sehr viel Frauenarbeit eine wunderbare Leistung gekommen ist. Aber auch dank der Hilfe der befreundeten Miteidgenossen von den anderen Ständen. Spass beiseite, sprich Pro Patria, Lotteriefonds, Bundesamt für Kultur und so weiter. Und die Untertanen sind alle Haslerinnen und Hasler. Die zwei schönsten Beispiele, ein Lehrbub im zweiten Lehrjahr, der 500 Franken spendet, oder eine Frau aus dem Altersheim, die sagt, sie sind Sozialhilfeempfängerin, sie können es sich nicht leisten, aber einen 5 Liber gibt. Das ist Solidarität, die zählt. Ja.
Langsam Uhr. Er ist gut. Ich darf noch nicht danken. Noch Jobs machen? Meine Job? Was? Jetzt sehe ich nicht. Langsam Uhr. Aber das hat doch Spaß gemacht. Das ist Huhn in Ambrosia, die Speise der Könige. Mittag. Du bist raus, hä? Wenn man zulässt im Moment, dann bist du richtig geschützt. So. Gut. Okay. So. Also, haben wir viel. Du hast fast direkt an mir angetroffen. Ja. Du hast einen anderen sein Hemd. Den gestern. Du hast das zweite Hemd an mir gehabt. Ja, ich glaube schon. Geil, ich auch noch. Aber das ist ja nicht. Hat er die alte? Die nun nach einem guten Jahr abgeschlossenen Restaurationsarbeiten haben dem Oberhasli einen Zeugen des Mittelalters zurückgegeben. Der restaurierte Turm ist in der Landschaft wieder weithin sichtbar.